So, seid gegrüßt, moin moin liebe Leute, neue Runde hier, Matchmap LS22 zusammen weiter mit Black Forest und der Vulkanschnecke. Moin. 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 Haben wir noch irgendwo Kalk im Silo oder so? Orchester muss ich das nächste Mal auf achten. Ja, müssen wir eigentlich haben. Gut. Bist du leer hier hingefahren? Oh. Offensichtlich, nee, leer war ich nicht, aber das Kalkzeug hier, das ist ja... War auf jeden Fall nicht viel drin, wenn du nur eine Bahn geschafft hast. Ich hätte es vorher erstmal auffüllen sollen. Ja. Vielleicht sagt mal einer was rechtzeitig. Du sitzt doch drin. Du siehst es doch. Mir nicht. Ja, ihr tappt doch auch durch die Fahrzeuge. Nee, doch nicht, wenn du ein Kalkschreiter drin sitzt. Also ich wusste, ich hätte nicht gewusst, was ein Kalkschreiter ist. Aber egal, du musst halt einmal zwischenfahren, ne? Boah, das ist halt schon ganz schön. Wir wollen durch die Gegend fahren. So, hier wollten wir danach Lavendel anbauen. Genau. Ja, ich muss mal gucken. Ich hab da den Ton wahrscheinlich aus bei dem Outro. Werde ich nochmal angucken. Danke für die Info. Orchester und Pepo. Ja, Interruptor 9. Gut, alles immer noch. Vielen Dank. Bis anscheinend. Matchmap ist immer Stress. Boah, und ausgerechnet nächsten Sonntag ist der 1000. Stream. Oder die Folge 1000 mit dem. Am Sonntag, ja. Wann fängst du an mit Stream? Ja, wahrscheinlich. Hast du jetzt diesen Sonntag? Nee, nicht morgen. Nee, nee, in der Woche. Über. In der Woche, ne? Ja. In deiner Woche, manchmal. Fängst du da an, morgens um 10 oder? Ja, ja. Okay. Und wie ist es mit dem Gewinnspiel? Ist das live quasi nur oder kann man da auch danach? Ich glaube, teils. Ich habe das noch nicht komplett alles durchdacht. Okay. Muss ich jetzt in der nächsten Woche mir mal Gedanken machen. Hallo SL. Hm? Oh, nee. Ja, wahrscheinlich wird es wieder sowas ähnliches geben wie beim letzten Jahr. Preisemäßig müssen wir gucken, aber auch ein bisschen was live interaktiv, dann ist für die Zuschauer aktiv, aber natürlich auch, muss ja, weil es ja auch eine 1000. YouTube-Folge sein, soll ja auch ein bisschen ein Gewinnspiel sein, was über mehrere Tage geht, weil es sonst für die YouTube-Zuschauer ja auch blöd wäre, wenn ich jetzt nur auf Twitch was machen würde, ne? Ja, eben, weil ich ja dann auch nicht mitmachen kann. Ja, weil du nicht mitmachen kannst, dann, ne? Dann kann ich natürlich, ja, okay. Was denn? Ja, aber ich meine... Du repräsentierst in dem Moment ja den YouTube-Zuschauer, der halt an dem Sonntag keine Zeit hat und dann trotzdem gerne irgendwie auch eine Chance haben will, irgendwas Kleines zu gewinnen. Mal gucken. Und ich war immer ganz erfolgreich bei den Gewinnspielen von dir. Und das stimmt. Muss ich da unbedingt wieder mitmachen. Oh, ich glaube, wir hatten uns aufgeschrieben, wir wollten gerne 20.000 von diesem Stück Land hier ernten. Am Vulkanschnecke, ich habe gestern wieder gesehen, irgendjemand hat wieder unseren Tipp getippt bei Holgers Rüben-Geschichte. Auch unsers? Mhm. Nee, warte mal, was kam? Ach, doch, ja, war einer. Stimmt. Da bin ich mal gespannt, was rauskommt, aber... Also wenn das, was ich glaube, wirklich richtig ist... Könnte es passieren, dass nachher nicht nur zwei Leute den gleichen Tipp abgegeben haben. Dann kostet das Holger 3 Seasons-Pässe. Oh, wei, oh, wei. Wir haben ja alle hochgerechnet wahrscheinlich, ne? Der Einkauf ist übrigens durch. Ich finde es aber interessant. Am Anfang haben die Leute alle extrem viel höhere Tipps abgegeben. Und auch mal, wenn ich mal was abgegeben habe, dann hieß es, ja, was, so wenig? Und jetzt tippen sie alle doch auch so wenig. Ja, ein paar tippen genau in dem Bereich, aber viele andere auch hoch. Also haben jeder mal, ne, man kennt die Hektar, man kann ungefähr ausrechnen, was ein Hektar bringt und so und das hochrechnen, also ganz einfach. Ja, aber man sieht jetzt auch schon, die haben ja jetzt ungefähr die Hälfte runter und was, die haben jetzt, weiß nicht, glaube 52 Millionen oder so. Dipidulos, vielen herzlichen Dank für verschenkt von 5 Subs, danke für den Support, 5-mal danke an Dipidulos und insgesamt 195 mal gegönnt, vielen Dank. So, Vulkanstärke ist mit Kalk zurück. So. Ja, gut. Ich bin schon auf unterwegs. So. Ich hatte das auch versucht auszurechnen mit den Rüben. Kam nur Müll raus, dann habe ich Felderprobe angebaut und geerntet und da kam dann eigentlich immer der gleiche Wert raus. Und dann hatte ich es. Aber ich habe das experimentell. Wie hoch haben die das denn gekriegt? Haben sie es auf 100% tatsächlich alles? Ich erinnere. Ja, ganz ordentlich. Und sie haben alle Grasfelder nicht angepflanzt. Da muss man nicht laufen. Genau, lassen. Nur die Ackerflächen. Anto. So, was bringt uns Raps eigentlich ungefähr pro Hektar? Wir hatten, glaube ich, auch hier ein gutes Feld. Knapp 8000.
Jetzt steht mein eigener LKW im Weg. 8000 pro Hektar. Wollen wir mal 9000 pro Hektar. Wie viele Liter sind da drinne? 68.000 in dem. Nein, wie viel hast du denn da drinne? Ach so. 34.947. Ich kann das eine einmal durch 9 teilen. 34 durch 9. Also, dann wissen wir es ungefähr. Ich meine, wir pflanzen trotzdem die Frucht darauf an, ne? Aber. 3,77 unendlich. 3,7? Mhm. Also sind das ca. 3,7 Hektar, das Feld. Ich der Anteil. Liebste Schnabel, bin auch endlich da. Was sagst du zu Dortmund? Schön ist, denn die sind ja wieder eingebrochen. Oh mega. Ja, schön blöd. Aber ne, ich, wie gesagt, der Black Forest hier mit bei mir im Team, der Stuttgart-Fan. Von daher finde ich, es ist ein gerechtes Unentschieden, was natürlich Dortmund selbst schuld ist, wenn man den Sack nicht zumacht, ist wie immer so. Und Stuttgart auf jeden Fall aktuell den Aufwind nutzt, den der neue Trainer scheinbar tatsächlich ins Team bringt. Aber vorher haben sie, glaube ich, ein Spiel nach dem nächsten verloren, jetzt haben sie zweimal gewonnen und jetzt halt unentschieden heute. Von daher sieht das gar nicht ganz so schlimm aus. Ich glaube, da sieht es bei Bayern mit dem 1-1 gegen Hoffenheim ein bisschen schlimmer aus. Was? Schon wieder raus? Ich sag, er sollte mal hier Steuerung Alt entfernen gucken und Taskmanager, um zu gucken, ob da irgendeine Komponente hier ins Glühen kommt oder halt eine technische Fehler. Dann Speicherfehler am RAM oder keine Ahnung was. Kannst du denn relativ schnell versuchen, den Helfer im Kalkstreuer einzustellen? Oder was machst du ja, gerade? Ja, bin schon dabei. Super. Ich bin gerade mit Drescher unterwegs zum Hafer. Deepidulus nochmal 5 Subs an die Community. Danke, 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 danke. Nochmal wieder und wieder an Deepidulus. Damit die 200 Sieht schon wieder, dass sie hier ohne Enhanced Vehicle fährt und dadurch schon wieder alles krumm und schief ist. Ich höre euch, dass ihr lästert über mich. Ich sag, ja, wieso bist du denn rausgeflogen? Schon wieder. An deinem Internet oder was? Nein, das liegt an der Hardware. Der dritte Greenscreen. Die letzten Jahre bei einem Fan, das ist ja nicht das erste Mal, dass Bayern schwächelt, aber es ist halt keiner da, der besser ist. Selbst schwächende Bayern sind halt gut für den Rest. Muss man sich ja eingestehen. Ja, ist halt echt so, ihr hättet einfach punktgleich wieder sein können. Ja. Aber dann wäre es nicht gut für uns gewesen. Naja, selber schuld. Dass Schalke so hoch gewonnen hat, ist ja auch verwunderlich. Was war denn los auf einmal? Ja. Gut gegen Hertha. Ja, aber 5-2 Schalke ist auch schon, finde ich. Krass. Ja, dann hoffen wir, dann mach doch mit uns also zwischendurch gleich mal Steuerung, Alt und Fern, Taskmanager, beobachte mal, ob die nicht irgendwelche Komponenten hast, die durchdrehen. Und ansonsten muss es ja irgendwie ein Speicherfehler, ein RAM-Riegel, irgendwie Fehler sein oder so, weil das ist doch. Das ist Hardware, ja. Das ist auch, wobei, gut, na, theoretisch kann es auch noch Software sein. Tja. Weil das nervt natürlich Sag ein bisschen. Doch. Das war jetzt das dritte Mal, so oft hatte ich das auch wieder grausam. Ich habe das Spiel heute nicht sehen können. Ich glaube aber, für meine Nerven wäre es auch nicht gut gewesen. Tja. Ist für, achso, ich dachte ja Soja. Ich dachte, hier ist das Hafer, aber Hafer soll ja danach erst hier rauf. Schatz. Also hier steht noch einer von diesen Riesenbäumen, ne, mit 100.000 Hackschnitzeln zum Not. Ja, den... Ja, ach so, da. Okay, ich glaube, der ging nicht weg. Ich vergesse diesmal nicht, fällt 25 zu kalten, ich glaube, noch geschrieben. Na, mal gucken. Geht mir Mühe. Wenn meine Hardware nicht lässt. Bist du wieder drin im Spiel? Ja. Okay, dann hast du den Kalker wieder übernommen, oder? Der fährt ja automatisch, oder? Ja, aber wenn wir zu dritt sind, dürfen wir keinen helfen. Achso, rausschmeißen, okay, ja. Ja, ja. Hab ihn entlassen. Boah, ich bin im Soja 25.
Raps haben wir also fast, was hatten, wie viel waren das noch im Anhänger? 34? Ich hab das schon vergessen, aber egal. Auf jeden Fall dachten wir, wir wollten mindestens 20.000 haben von dem Feld. Ja, das passt. Brauchen wir noch das nötige Kleingeld, um das große Feld zu kaufen. Aber das sollten wir eigentlich im Laufe des Ingame-Tages noch schaffen heute. Ich glaube, wir haben auch immer noch Dünger zu verkaufen. Ich gucke mal kurz in die Produktion, was haben wir denn aktuell? Also wir hätten 155.000 Liter Dünger zu verhökern und noch eine ganze Ladung Flüssigdünger sogar mit über 40.000 Liter aktuell da. Na moin. Ich glaube tatsächlich, also du hattest ja so ein bisschen noch vorgerechnet, ich glaube, wenn das große Feld erntereif wird, wo Raps drauf ist, es wird echt dauern. Ich glaube, an dem Tag wird das knapp mit den Aufgaben, die bei uns so anstehen. Aber gucken wir mal. Ja, dann müssen wir halt sofort nach Mitternacht anfangen. Ja, das sowieso. Aber durch die Spülzeit bleibt einem nicht viel Zeit, bis es nicht gespült wird. Aber klar, alle Zeit ausnutzen. Aber das tun wir eh. Ist ja nicht, dass wir hier sitzen und warten. Ich hatte bei Team, hast du den Stream bei Speedy und den gesehen zufällig noch? Nee. Na, hast du nicht angetan. Das war ja, ne? Also die hatten am Anfang nichts zu tun. Ich würde schätzen, eine halbe bis dreiviertel Stunde, als wir angefangen haben, hatten wir letztes Mal eine halbe bis dreiviertel Stunde nicht wirklich was zu tun, alle. Ja, ne? Okay. Und das war zum Ende hin nochmal. Also die haben von den dreieinhalb Stunden, die wir gespielt haben letztes Mal, locker Stunde, eineinhalb, nichts zu tun gehabt. Das ist schon, ne, das ist schon krass. Das ist natürlich dann auch klar, dass man nicht hinterherkommt, weil man einfach zu wenig Land hat. Ich finde die Landfläche, die Mädels mittlerweile zusammengekauft haben, das ist wirklich echt schon viel. Ich glaube, die haben fast so viel wie Holger. Und Holger will eigentlich auch Stand letztens kein weiteres Land kaufen. Naja, doch. Also für Getreide wird er das schon machen, denke ich mal. Aber ja, jetzt für Erdfrüchte halt nicht. Müssen darauf achten, dass er nicht auf einmal ein Getreidefeld bei sich auf der Insel kauft, ne? Aber das kann ja höchstens Mais sein und so viel Geld hatten die letztens auch nicht. Die haben Schulden zurückbezahlt, also die haben auch schon eine halbe Million Schulden getilgt. Wie sehen wir Team Holger? Südost, vielen lieben Dank. Wie immer gibt's, vielen herzlichen Dank für Support. Moin. Ich jage jetzt hier einmal die Spritze über unsere Sonnenblumenfelder. Da ist schon wieder Unkraut überall drauf. Oder wie? Ja, was kippen die hier in der Mitte ab? Ist Unkraut auf beiden Feldern oder wie? Ja klar, weil wir es ja letztes Mal angepflanzt haben. Ja, es ist ja nicht immer Unkraut da. Ja, wir haben da ja nicht geflügt. Das stimmt. Der Fehler, dass er nach dem Sümpfer da jetzt stehen bleibt, leer. Weiß ich nicht, da muss ja irgendein Mod-Konflikt vorliegen, aber an welchem Mod das liegt, weiß man nicht. Oder ne, vielleicht irgendwie unterschiedliche Versionen. Vielleicht habt ihr keine blanken, sauberen Mod-Ordner. Also wir legen ja immer Wert darauf, dass wir für Multiplayer-Projekte einen hundertprozentig sauberen Mod-Ordner haben. Das heißt, jeder ist angehalten dazu, einen Mod-Ordner zu haben, der speziell nur für dieses Projekt hier ist, wo sich nur die Mods drin befinden, die man für den Abend braucht und nicht für irgendwelche anderen Mods, die man vielleicht in seinen Single-Spielständen oder in anderen Spielständen nutzt. Irgendjemand hat sich eine Ballenpresse gekauft. Weiß aber nicht wer. Also vielleicht war ja was im Schnäppchenmarkt. Da ist noch einer im Schnäppchenmarkt. Die Kuhn. Ich glaube, die Mädels haben ihre verkauft und neue verkauft. Nee, keine neue gekauft. Ah, okay. Was? Die haben ihre goldene Kuh verkauft. Die haben eine Kuhn. An den Höchstbietenden oder wie? Ja, ja. Die hatten noch diese Kuhn bei Einpresse, glaube ich. Oder nicht? Heubein? Ich weiß es nicht genau.
durch mit Kalten eigentlich? Müsstest du schon, oder? Vulkanschnecke? Ist sie schon wieder? Hallo? Vielleicht hast du wieder rausgeflogen, oder? Vulkanschnecke? Ich guck mal, ich tapp mal durch. Sie steht da. Der Kalkstreuer läuft auf der Straße. Und verstreut Kalk auf die Straße, oder? Ja. Kalk die Straße. Dann gibt's wahrscheinlich gleich wieder raus, oder? Das schafft ja dann auch nichts. So, ich glaube, das war's. Das ist jetzt das vierte Mal. Ich werde jetzt die Kiste aufschrauben und gucken. Da müsst ihr mit Helfer spielen, fürchte ich. Oder haben wir noch einen Ersatzspieler? Ach, ja. Machen wir einen. Ja, wie gesagt, so Kalten, Dreschen, das sind ja Aufgaben, die können Helfer relativ gut übernehmen. Also, das ist dann so. Ja, Ballen pressen aber nicht, ne? Wahrscheinlich. Was ist, wenn du einfach nochmal den Rechner neu startest? Ja, der startet doch immer neu gerade, oder nicht? Ja, der startet jedes Mal neu. Ja, der ist irre schnell. Ich habe einen schnellen Rechner. Aber im Discord bist du im anderen Rechner drin, irgendwie. Mhm. Da fliegst du doch gar nicht raus, oder? Komisch. Doch, ich war ganz kurz weg. Das ist nur ein Moment, aber du bist halt runter von der Karte. Das ist dieser Greenscreen of Death, das macht sofort gehört, zack, grün. Und dann bist du halt runter. Ja, ja, der fährt sofort wieder hoch, aber Also nicht irgendeine Fehleranalyse-Tool starten? Warte mal, was kann ich denn da? Eigentlich müsste ich in die Log gucken, oder? Oh, jetzt haben die Arme von Windows-Fehlern, aber hast du keinen Steuerhelfer wieder drin, oder? Ist der fertig gewesen? Nee, der ist fertig. Wir werden jetzt hier gerade nichts machen. Und hab da irgendwas, was mit Helfer passt? Ja, also ich muss jetzt gleich mit Anzählen anfangen mit Helferin. Ja, muss ja einer hinfahren. Das ist aber irgendwie nur heute. Ich hab, da ist ja nichts anders und letzte Woche lief es einwandfrei. Selbe Konfiguration, alles gleich. Doch, ich kann mir jetzt eigentlich nicht erklären. Interessant. Hm. 25 Kalken. 25 Kalken könnte einen Helfer machen, wobei man sagen muss, dieses Feld lohnt einen Helfer nicht, weil der wendet einfach ständig. Das Feld ist klein, das muss man selber machen. Ich setze es über zu Feld 22. Da muss ich ja jeweils nur eine oder zwei Vorgewendereien machen. Bist du jetzt eigentlich wieder rausgeflogen, weil, oder ja, bist du noch im Spiel? Nee, sie ist rausgeflogen, meine ich. Nee, ich bin im Discord, aber nicht im Spiel. Bin rausgeflogen, ich bin jetzt auch nicht wieder reingegangen. Weil das ja in immer kürzeren Abständen fliege ich ja raus. Das macht ja keinen Sinn. Das ist halt jetzt ein bisschen dumm, weil wir bräuchten gerade jemanden, der jetzt in die Mitte mal fährt oder so. Das schaffen wir auch nicht. Also ich meine, kann ich jetzt gerade einen Helfer einstellen, aber dann brauche ich, ich kann jetzt nur einen Helfer einstellen, um mir gleich den, um mir den Abfahrer zu holen. Also ich habe jetzt einen Helfer aktiv gerade, ne? Müssen wir uns nur abschnacken, dass wenn einer aktiv ist und gerade nicht aktiv ist. Ja. Okay. Wenn du die Sämaschine vorbereiten könntest für dieses Feld, das wäre wahrscheinlich auch ganz gut. Bin ich gerade dabei. Noch einmal schnell den Rapshofsiedler ablehren und dann zum Sojafeld rüber, damit ich dann Abfahrer habe. Da mache ich zwei Vorgewände auf beiden Seiten und dann kann das Feld gedroschen werden und das Dreschen wird ja locker eine halbe Stunde dauern, dreiviertel Stunde. So, und da könnt ihr den Helfer einsetzen, genau, ne? Der ist ja nicht schlechter als der, als man selber. Das ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser, weil er weniger überlässt als der Enhanced Vehicle. Also das tut sich nicht muss viel. Muss da noch irgendwie gepflügt werden? Nee, oder? Habe ich noch nicht geguckt. Kann ich gleich gucken, wenn ich abkippe an den Silo. Und auch mit der Grafikkarte zu tun haben. Also in der Lok sieht man nichts. Ja. Speichertests, also es gibt ja so ein paar Test-Tools, die man irgendwie laufen lassen kann, kostenlose. Aber ich muss erstmal schnell gucken, ob der gepflügt werden muss. Ja gut, ich meine, ich kann die Kiste auch ausmachen und mal aufschrauben. Ja, aufschrauben, da bringt ja auch meist nichts, siehst ja nichts. So gedüngt, benötigt ja, kalt. Aber was ist anders wie letzte Woche? Ja nix, das ist es doch, es ist nichts anders. Sieht nicht so aus, als wenn das gepflügt werden muss. Ne, der kann direkt angesehen werden. Mit der Grafikkarte? Nee.
Oder da ist, was weiß ich, eine Spinne reingekrabbelt. Ach, die 20 braucht, die 20 braucht auch noch hier Wald, ne? Ja, Quatsch, die 20 braucht auch noch Unkrautmaßnahmen, würde ich sagen. Also. Ja. 19, 17 und 20. Nur noch keine Zeit. Ich weiß, ich nur schon mal weißt du, es sind drei Felder für Unkraut. Ja, am besten ein Vorgewende vorne und so, also oben unten selber machen. Ja. Dann kann die Sehmaschine doch eigentlich wahrscheinlich sauber den Rest machen. Bis dahin bin ich dann auch durch, dass ich den Helfer auf dem umdreschenden Feld packe. Und dann könnte ich. Geht ja nicht. Eine Sache müssen wir eh selber machen, ob wir jetzt selber ansehen oder selber den Drescher fahren lassen. Also zwei Helfer können wir ja nicht nutzen. Also ich würde sagen, ich melde mich dann mal kurz. Ich bin schon weg. So. Ja, versuch dein Glück. Vielleicht klappt es ja noch. Noch ist ja, ja Abend, genau, ja. Noch haben wir ein bisschen Zeit heute. Ich bin dann eben mal raus und werde ein paar Sachen checken jetzt und gucken, ob das dann läuft. Also dann bis später. Hab ja Bock. Hoffentlich, danke. Ja, aber wir trainieren dann für die Kanone. Ich muss auch noch ein Ziel, dann möchte ich gerne mit zusammen ein Wachstum aktivieren. Ich weiß nicht genau, ob das geht bei Spielstand, aber ich weiß nicht. Habe ich noch nie so rum versucht und so. Zusammen, kurze Frage, ich spiele aktuell die Marsch im Singleplayer aktuell noch ohne Seasons und möchte gerne saisonales Wachstum aktivieren, muss ich irgendwas beachten. Mein Plan wäre Dezember, Januar alles abernten und dann die Februar Seasons aktivieren. Also klingt sinnvoll. Würde ich mal behaupten. Vorgewende auf einer Seite ist fertig, jetzt fahre ich sie selber auf die andere Seite. Also ich schalte jetzt einen Helfer hier an, oder willst du einen einschalten? Ne, könntest du jetzt aktuell nicht machen, ich muss noch Vorgewende beim Dreschen fertig machen. Was? Wieso kein Feld gefunden? Was soll das denn jetzt? Ah, der kennt es jetzt nicht, weil wir selber umgepflegt haben in der Suche. Ich kann keinen Helfer einsetzen. Aber dann nur die eine Seite, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt aber wieder einen ansetzen, kann ich weiter kalken. Nur Bescheid sagen. Ja, dann schalten wir schon. Gut, ist aktiv. Ah, das heißt dann. Übertreffe ich sogar hier mal bei Lavendel ein bisschen meine Berechnung. Das ist auch gut. So von der Hektarzahl denn, ja. Mhm. Jetzt war sie weg. Oh, da ist immer noch der Baumstumpf im Feld. Kann den keiner wegmachen. Nee, dann kann er mit der Fräse vorbei. Spritze. Nee, bist du schon raus aus dem Kalker denn eigentlich? Er ist schon wieder am Hof. Kalksteuer? Mhm. Ja. Achso, die Sämaschine meine ich. Da sitzt sie noch drin oder wie? Ich sitze in der Sämaschine, ja. Fertig mit Vorgewende? Nee. Muss ja noch das kleine Eck machen. Sonst haben wir noch die Spritze. Achso, du machst auch Vorgewende. Ich mache jetzt auch Vorgewende noch einmal im Zirk. Können wir die Spritze, hätte man sonst auch mit Helfer fahren lassen können, oder? Bei dem Feld wird es schwierig. Grüße, ja. Mamon. Froschi, Mamon. Danke für 23 Monate. Vielen Dank, dass ihr da habt.
Dann ist hier noch, wo die Fruchtarten anzeigt, also nicht unten. Irgendwas mit Vehicle-Info, irgendwas. Ja, was haben wir denn danach, was noch gemacht werden sollte heute? Also die Luzerne frisch, könnte man mähen. Düngen müssen wir auch noch. Was muss denn noch gedüngt werden? Was wir letztes Mal angesät haben. Aber du gerade spritzt? Nee, das muss ja nicht, weil da ist ja Gras gewesen. Aber irgendwas haben wir noch, was, ich glaube, was war denn das Feld? 29. Ja, genau, 29. Und die 26 auch. 26 ist schon gemäht und kann auch wieder gedüngt werden. Und sollte auch gedüngt werden, bevor die nächste Wachstumsstufe kommt. Düngen sind ja aber auch Sachen, die theoretisch Helfer machen können. Ja. Der ist auch noch nicht mehr. Viele Misttexturen für 22, ich habe noch keine gefunden. Nee, weiß ich nicht. Wie das damals aussah am 19, wenn man das ausgebracht hat. Nebenbei den Flüssigdünger fast einmal wieder auffüllen lassen, weil wenn die Ladung verkauft haben, haben wir definitiv auch genug Geld, um das Feld zu kaufen und auch ein bisschen Puffergeld für die nächste Nacht und so weiter. Und viel mehr Verkäufe werden wir dann heute wahrscheinlich machen. Der findet da immer noch kein Feld. Kannst du jetzt einen Helfer einsetzen? Ja, gleich. Eine Minute. Ich bin. Habe ich einen Helfer aktiv. Das soll hier auch wieder passend ansetzen für eine Schneidplatzbreite und dann einen Gradwinkel. Und die. Ja, Helfer aktiv, fährt und gut. Okay. Da brauche ich gleich mal den Drescher einmal leer zu machen. Will ich jetzt zwischendurch weiterspritzen und du machst die Seen weiter, oder? Kannst du machen. Ich habe halt jetzt schon den Enhanced Vehicle da eingestellt. Ich weiß nicht, ob das übernimmt bei dir. Das ist vielleicht einfacher, wenn ich es mache. Ja, auch bei der Spritze meinst du? Oder wo hast du ihn eingestellt? Oder bei der Seemaschine? Oder beide? Oh, jetzt kriege ich hier auch so ein Spam-Nachrichten. Kann ich das löschen? Und das weiß Vulkanschnecke, die leider nicht da ist jetzt, oder? Ja, einfach, da ist so ein Lösch, so ein Papierkorb und fertig. Irgendwelche Werbung für OnlyFans. Gönn dir. Ich sitze jetzt gerade in der Spritze, ne? Weißt du Bescheid? Erstmal rundherum Vorgewende weiter, weil sonst hier kannst du ja nicht ordentlich fahren an der Seite. Der findet da einfach kein Feld. Kann ich machen, was ich will. Hier ist natürlich nochmal wichtig, was war das letztens noch für ein Problem, warum das mit dem Unkraut nicht funktionierte? Natürlich wichtig, dass diesmal das mit dem Unkraut ordentlich funktioniert und ich nicht zwei, dreimal wieder übers Feld fahren muss. Aber nee, sieht gut aus. Ich habe halt schon eine Bahn gefahren, ne? Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das sieht man. Also da ist ja überall Unkraut auf dem Feld. Das fällt ziemlich auf.
Also erstmal das Vorgewende weiter, weil sonst kann man ja nicht ordentlich wenden da mit den Bäumen. Die Pilot sagt, OnlyFans habe ich heute auch bekommen. Okay. Ach. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr euch da angucken möchtet, aber viel Spaß. Keine Meldung, wenn der Drescher voll ist, weil gleich, wenn er gewendet ist, müssen wir unterwegs einmal leer machen, den Drescher. Ja, auch über Twitch oder wie? Werbung da. Auch über Twitch die Werbung? Aus Tempel, vielen Dank für den 10. Monat. Also die Zeit kann ich heute nicht im Auge behalten, das muss Holger machen. Oder haben wir jetzt Interesse, kurze Folgen heute zu machen, weil wir in Unterzahl sind? Eigentlich schon, ne? Stimmt. Ja gut, nächste Woche seid ihr auch in Unterzahl. Stimmt, dann kommt es nicht am Start. 30. Aber bis dahin kann man vielleicht noch jemanden finden. Hey, wird doch bestimmt irgendjemand einspringen können, oder? Ich im Singleplayer mal, wer mir helfen möchte. Aber ich muss jetzt erstmal kurz hier aufhören, Spritze ausmachen. Roshi ist noch an der ist im AFK-Bereich. 60%. Also 60% reicht noch. Der kann noch einmal hin und zurück fahren, dann kann ich weiter spritzen. So, was machen die denn da unten? Also Holger hat jetzt, wenn ich das richtig sehe, ah ne, da wächst überall was. So, was machen die da? Achso, Mission. Die sind bei ihrem Rocken bei, wie das aussieht. Und machen, glaube ich, auch eine Mission. Oh ja. Ja, klarer Fall von Fehlplanung. Die Spritze fährt aber auch nur 9, 10. Übung, Zeit, Folge. Ja, also so wie sag ich. Ne? Muss man dann irgendwie demnächst zu Holger runter, aber geht jetzt nicht. Wir müssen heute für zwei arbeiten hier. Also jeder muss anderthalb arbeiten. Der Drescher jetzt dann nicht schon wieder beim Winden. Den Mini-Led mal anmachen, kann ich doch den Drescher nebenan sogar sehen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wurde bei dir auch geschrieben, dass es Zeit und Folge ist und so weiter und so fort? Also bei mir hat einer in OBS die Zeit doch auf mal 5 gestellt. Ja, wir sind ja nur zu zweit, von daher sagte ich, habe keine Zeit. Ja, weil ich gerade sage, was kommt wohl ganz schnell wieder, oder? Na, sie meint, sie schraubt jetzt ihren Laptop auf und guckt mal. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nichts mehr heute. Also, da wird was ja irgendwie ein technischer... Also, sie ist ja, also ständig rausgeflogen. Greenscreen, sagte sie, hat sie irgendwie... also ja, das kommt auch von der Grafik dann. Da sagte ich auch, entweder Grafik oder Arbeitsspeicher, aber irgendwas ist da... Ja gut, Arbeitsspeicher wirst du ja sehen, wenn du den Tastenmanager anmachst. Keine Ahnung, ich bin auch nicht so technisch versiert für Computerfehler. Ob der volle Hütte läuft, dann. Na gut, ich bin mal wieder unten. Ja, genau, wir machen eine halbe Stunde länger. Ah,
Was? Ja, nix. Passt schon. Bis später. Gute Woche fürs Reinschalten, Gordon. Das war's eigentlich hier wieder mit der. Ja, am heutigen Stream Abend die zweite Folge. Wir sind zu zweit unterwegs, aber kriegen einigermaßen hin. Der Drescher hat hier noch eine halbe Stunde, 20 Minuten bestimmt zu tun im Soja. Das Schöne ist, dass wir auch echt Glück haben, dass wir gerade ein Sojafeld zum Ernten haben. Weil Soja macht erstmal nicht viel Arbeit. Wir haben keinen Stroh, der danach direkt verarbeitet werden möchte. Und muss nicht ständig abgebunkert werden. Ne? Also von daher muss auch nicht danach normalerweise gepflügt werden. Aber müssen wir nochmal gucken. Von daher haben wir Glück, dass es gerade Soja heute dran ist. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.